Leute, der Sommer steht vor der Tür und heute zeige ich euch 4 Jacken für den Sommer. Vielleicht stellst du dir gerade die Frage, brauchen wir im Sommer eigentlich Jacken? Ja, wir leben in Deutschland. Im Sommer werden halt in Deutschland die Nächte einfach etwas kühler, es kann auch mal etwas feucht werden, es kann auch mal ein bisschen, ja, einfach unentspannter werden im deutschen Sommer. Von daher sind Jacken auf jeden Fall notwendig im Sommer. Starten wir mit dem Klassiker, den ich hier anhabe, und zwar einer Jeansjacke. Dieses Mal in Weiß, finde ich für den Sommer ganz cool, bringt einfach so ein bisschen Frische rein, passt für den Sommer perfekt. Und so eine Jacke kann man auch ideal kombinieren mit zum Beispiel einer farbigen Jeans. Oder grundsätzlich mit farbigen Hosen funktioniert die Jacke super gut. Von Jeansjacken gibt es natürlich verschiedene Formen und Farben. Ich habe mich jetzt einfach mal hier für die Oversize-Variante entschieden, weil ich die einfach grundsätzlich ein bisschen cooler finde. Kommen wir zu der Jacke, die jeder Hundebesitzer braucht, egal ob Sommer, Winter oder Frühling, und zwar eine Regenjacke. In diesem Fall jetzt einfach eine leichte Regenjacke, die von innen gar nicht gefüttert ist, sondern die einfach super leicht ist, mit einer versteckten Kapuze. Wichtig für den deutschen Sommer, denn im deutschen Sommer kann es natürlich hin und wieder auch mal regnen. Von der Farbe her habe ich hier auch eine etwas hellere Farbe gewählt mit diesem Grau. Finde ich für den Sommer einfach ein bisschen freundlicher. Und bei Regenjacken solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die auf jeden Fall eine gewisse Länge haben, weil, wenn es dann schlussendlich mal regnet, soll die Regenjacke dementsprechend natürlich auch schützen. Den Mix aus Shirt und Jacket, Jacket, auf Deutsch gesagt die Hemdjacke, gibt es auch in vielen verschiedenen Farben und Formen. Hier jetzt einfach mal in der Farbe, ja, so ein dunkles Beige ausgewählt. Finde ich für den Sommer cool, kann man sehr gut kombinieren in einer ganz einfachen Kombi, wie ich es jetzt zum Beispiel hier trage, mit Jeans und T-Shirt. Ist ein richtig cooler Look, der aber auch ein Stück weit elegant ist. Cool elegant, ja, warum? Bisschen Oversize geschnitten, die Hemdjacke, aber man hat hier oben auch einen Kragen, von daher cool und elegant für den Sommer. Last but not least, kommen wir zum letzten Oberteil für heute, für den Sommer, und zwar eine Utility-Weste. Ist zwar keine Jacke, aber trotzdem perfekt für den Sommer geeignet. So eine Utility-Weste hat meistens immer sehr viele Taschen, ich hoffe, das kann man hier drauf sehen, hat sehr viele Taschen, Reißverschlüsse, heißt, du hast super viele Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Wenn du zum Beispiel eine Utility-Weste trägst, würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen, auch eine Umhängetasche zu tragen, das wäre vielleicht ein bisschen too much, aber eine Utility-Weste kann man perfekt kombinieren, auch gerade zum Layern, wenn du noch was drüber ziehen möchtest oder was drunter ziehen möchtest, funktioniert so eine Utility-Weste für den Sommer hervorragend. Und hier nochmal alle Sommerjacken bzw. Sommeroberteile im Überblick. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, welches Sommeroberteil bzw. welche Sommerjacke euch am besten gefallen hat. Welches Teil rockt ihr am meisten im Sommer? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu schreiben werdet. Und wie immer verlinke ich euch die Artikel, sofern sie noch available sind, unten in der Infobox. Und falls nicht, habe ich euch dafür Alternativen rausgesucht. In diesem Sinne, einen geilen Sommer euch. Haut rein, macht's gut. Peace out.